draußen. Jetzt gibt es wieder so 30 Minuten Body Workout, Body Movement und ein bisschen Stretching. Und ich habe eine Sache beobachtet. Ich schaue jetzt nur, ob das gut geht und dann bin ich schon gespannt, was du dazu sagst. So, dann haben wir das kurz schauen, ob das schon läuft. Ja, wo auch immer, ich sehe es jetzt hier nicht. Ich hoffe, dass das funktioniert. Jawohl. Gut, ich habe eine Sache beobachtet. Vielleicht hast du das bei dir auch schon gemerkt. Also für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin die Anke Obermeier und ich leite Salsa Mi Passion in Graz. Und es gibt jetzt ja Unmengen Live-Videos im Netz und ich erwische mich selber dabei, dass ich mir denke, boah, die Klasse schaut voll cool aus. Sitze aber gerade so gemütlich vor dem PC, isst vielleicht was und merke, ich bin oft einfach zu faul aufzustehen und mitzumachen. Also vielleicht gehörst du ja zu denen, die sagen, ich bin voll dabei und mach voll mit, dann zwei Daumen nach oben. Falls du zu denen gehörst, die sagen, ja, schaut schon cool aus, aber irgendwie mache ich vielleicht ein bisschen im Sitzen mit und das war's, habe ich mir gedacht, wir machen den ersten Teil dieser Body Movement Einheit heute im Sitzen. Also für alle, die jetzt schon voll fit hergerichtet sind, dass sie schon Platz im Wohnzimmer gemacht haben, schnappt euch bitte einen Sessel. Wir machen die ersten Warm-up-Übungen und die ersten Kräftigung- und Stretching-Übungen im Sitzen und dann geht's los im Stehen. Du wirst gleich merken, ja, was soll man da im Sitzen, das bringt ja nichts und das ist ja nicht anstrengend. Lass dich überraschen, okay? Also besorg dir bitte einen Sessel, solltest du noch keinen haben und dann geht's auch schon los. Ich warte jetzt noch ganz kurz auf dich, bis du soweit bist. Ich habe wieder coole Musik mitgebracht. Ich möchte gern dieselbe Musik wie letztes Mal verwenden, weil ich am Video gesehen bzw. gehört habe, dass man die Musik eigentlich so gut wie überhaupt nicht gehört hat. Das habe ich über meine Webcam aufgenommen. Heute bin ich wieder mit dem Handy dran und ich glaube, da sollte man die Musik besser hören. Ja? So, ich hoffe, ihr habt euch einen Sessel geschnappt. Komisch, dass ich jetzt da das Video nicht sehe, aber bitte. Dann ist es so, wie es ist. Ja, okay, also wir starten mit der Musik und im Sitzen. Wichtig für dich jetzt, du sitzt natürlich nicht gemütlich da und denkst du, ja, schauen wir das jetzt an. Also das ist der Appell an alle, die jetzt vor dem Computer sitzen und mitmachen. Schön aufrichten. Wir sitzen eher am vorderen Drittel des Sessels. Füße sind parallel und der Rücken ist ganz, ganz gerade. Also das ist mal die Ausgangsposition, die du brauchst. Und jetzt geht's los mit Musik. Okay. Also wir starten mal mit unserem Kopf. Wir neigen ihn tief. Und tief. Wir gehen tief und tief. Spür richtig die Dehnung in der Wirbelsäule und wieder hoch. Jawohl, jetzt ein bisschen schneller. Und tief und hoch. Und tief und hoch. Und tief und hoch. Zur Seite und Seite und mit der zur anderen Seite. Schultern bleiben ganz gerade. Jetzt kombinieren wir den Tief, Mitte, hoch, Mitte, Seite, Mitte und Seite. Und wieder tief. Und tief, hoch und zur Seite. Seite und Seite. Einmal noch und tief, hoch und zur Seite. Seite, Seite. Jetzt kommen die Schultern dran. Und Schultern. Weiter. Bisschen schneller und rück und rück und rück.
Du siehst, meine Hände bleiben ruhig, sollten deine Hände irgendwie mitgehen, kannst du sie auf den Ohren.
schneller. Los geht's. Ja. Sehr gut. Okay. Wir drehen. Wir nehmen das Bein hoch und hoch und hoch. Oberkörper bleibt in Aufrecht. Kopf zurückschieben. Fuß ist schön und spitz. Jetzt beide. Hoch und tief. Und hoch. Bauch, Knabel fest hinter zur Wirbelsäule. Bam. Rücken bleibt gerade und du kannst dich seitlich festhalten. Und hoch. Und wir lassen sie oben. Genau. Zur Seite, zur Seite, zur Seite. Erinnert fast noch wieder an meine sexy Challenge-Kurse. Die sind nicht ganz so sportlich, die sind ja Skinwinter. Aber auch da gibt es natürlich Elemente, die wir auch brauchen. Okay, wir drehen uns seitlich. Rücken bleibt wieder gerade. Du lehnst dich leicht zurück. Knie anheben. Bauch ist jetzt fest. Bauchnabel hinter zur Wirbelsäule. Also ich hänge da jetzt nicht drinnen, sondern es soll schon ein bisschen anstrengend sein. Also Rücken gerade, zurücklehnen und rutschbar. Genau. Schöne Füße im Spitz, dann schaut es gleich elegant aus. Schau, dass du es ja nicht mit irgendwie im Sessel drinnen hängst, sondern dass du trotzdem die Haltung behältst. Brustbein hochziehen, hoch und Pause. Du merkst schon, ich habe es dir versprochen, es wird auch ein bisschen anstrengend. Hinten ausschütteln und gleich nochmal. Kopf zurück, Brustbein hoch, zurücklehnen, Beine hoch und lächeln. Einmal nach oben, Fußbein hoch und los geht's. Lächeln gibt's dabei. Jawohl. Und wieder nach vorne und einmal hängen lassen. Sehr gut. Okay. Wir nehmen die Arme nach oben, ziehen. So, dass sich unsere Bauchmuskeln ein bisschen erholen können. Und zieh zur Seite. Ziehen. Das machen wir dann im Stehen dann noch einmal. Einmal noch ziehen. Und andere Seite. Und eine kleine Pause. Ich möchte nur kurz checken, ob noch alles doppi-doppi-dopp ist. Schaut gut aus. Okay, gut. So, meine Lieben. Also, du kommst jetzt ein bisschen weiter nach vorne auf deinem Sessel und hältst dich links und rechts fest. Und wichtig ist, bitte nicht so weit vorne, sondern wirklich in der Mitte, dass es da keine Sesselunfälle gibt. Okay? So. Du gehst jetzt ein Stückchen nach vorne, sodass du deinen Stuhl verlässt. Ich zeige das einmal seitlich. Knie fest aneinander pressen. Und wir gehen tief und hoch. Und tief. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Sechs. Acht schaffen wir. Und sieben. Und acht. Jawohl. Und hinsetzen. Und ein bisschen ausschütteln. Super. Das Bein überkreuzen. Machen wir dann noch eine Dehnungsübung für die Gesäßmuskulatur. Also, du schlägst das eine Knie. Eine Bein über das andere, dein Rücken bleibt gerade und du lehnst dich nach vorne und wieder gerade. Genau, also nach vorne lehnen und wieder gerade. Mach mal weiter, stell dich nur seitlich. Auch hier ist wieder wichtig, dass du eher vom Gefühl her ins Hohlkreuz gehst, also wirklich darauf achtest, dass der Rücken gerade bleibt, weil wenn ich das hier mache, dann spüre ich null. Ja, also schau, dass der Rücken wirklich schön gerade bleibt, Brustbein schön anheben. Du solltest es hier in der Muskulatur spüren. Wir gehen nach vorne und wieder hoch. Wenn du nach vorne in die Dehnung gehst, atmest du aus und ein, wieder gerade und aus. Und ein. Und aus und wir bleiben vorne. Wir drehen den Oberkörper leicht links und rechts. Atme noch einmal tief ein und außen gehen.
noch ein Stück weiter nach vorne. Du kannst jetzt deine Schultern gleichzeitig kreisen. Dann bist du ein bisschen aufgehängt vom Schmerz. Yes. Oh, das Bein tief nehmen. Ein bisschen ausschütteln. Und das zweite Bein hoch. Ganz gerade sitzen. Denk wieder an einen geraden Rücken. Hinten ein bisschen nach hinten raus. Vielleicht spürst du es auch schon in der Position, dann kannst du so gleich bleiben. Sonst leicht nach vorne lehnen und wieder hoch. Und lehnt sich nach vorne. Und wieder gerade. Ausatmen, wenn du dich nach vorne lehnst. Einatmen, kommen wir wieder hoch. Beim nächsten Mal bleiben wir vorne. Bewegen wieder unsere Schultern ein bisschen mit. Und atmen noch einmal tief ein. Und beim Ausatmen noch ein Stückchen nach vorne. Und genießen den Stretch. Ja. Und ausschütteln. Sehr gut. Eine Übung habe ich jetzt noch mit dem Sessel, dann bist du erlöst. Okay. Wir halten uns wieder in der Mitte fest. Beine gehen nach hinten und du schaust, dass du in eine schöne Plank-Position kommst. Ja? Also Schultern sind hinten, Brustbein ist wieder oben, Schultern nach hinten unten, Bauch fest, Bauchnabel wieder fest hinter zur Wirbelsäule, eine Plank-Position und dann Knie anheben, ausstrecken auf der anderen Seite. Pass gut auf den Sessel auf, oder besser gesagt auf deine Knie. Schön seitlich vorbei. Und dann. Und halten. Und weiter. Und weiter. Und wieder hoch. Easy ausschütteln. Wir machen das gleich noch einmal, jetzt aber doppelt so schnell. Ein bisschen das Handgelenk ausschütteln, falls du spürst, dass das weh tut. Okay? Wieder halten. Plank-Position. Achtung. 5, 6, 7 und los geht's. Hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch, und hoch, und hoch, und hoch, und hoch und nochmal halten. Wer will, kann dann noch ein bisschen tief gehen. Und wieder ausschütteln. Super. So, du kannst den Sessel jetzt verabschieden. Wir bedanken uns für unseren Übungspartner. Und stellen uns ein bisschen Handgelenke ausschütteln. So, wir gehen tief und hoch. Schönes Becken nach vorne. Gerne unseren Step Touch nach vorne. Vor. Jetzt Beine hinten hoch. Hoch. Beine nach vorne. Und wieder. Am Platz. Und Beine hinten hoch. Und nach vorne hoch. Sehr gut. Tief einatmen. Und aus. Und ein. Und. Wir gehen hier wieder. Langsam. Seite. Und Seite. Es kommt wieder ein bisschen Koordination dazu. No one is the boss and no one. Nach vorne. Vor, 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 Bein hoch, rück, 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 und hoch, vor, 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 und hoch, rück, 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 und Arme hoch und Seite, hoch, und Seite, hoch, und Seite, hoch. Zur Seite, wir kombinieren beides. Doppelte Geschwindigkeit. Wir starten mal mit den Beinen. Komm. Nein, wir starten nicht gerade. Wenn es weitergeht, wer will, trinkt mal einen Schluck. But we think that you will dig this. Nimm mal einen großen Schluck.
So, sehr gut. Okay. Wir werden es jetzt kombinieren. Und es geht gleichzeitig zur Seite. Sechs. Wir starten mal mit den Beinen. Also die Seite, Kreuz, die Seite, Seite. Und nach vorne. Vor, Bein hoch. Und Arme dazu nehmen. Und vor, Seite. Und nochmal. Und Seite. Und am Platz. Okay, gut, es geht los. Bein abwinken und das andere jeweils durchstrecken. Abwinken, durchstrecken. Wir nehmen jetzt den Oberkörper dazu. Schulter geht nur nach vorne und zurück. Nur vor und vor. Four. Quick, quick, slow. Old. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Quick, doppelte Geschwindigkeit. Old. Bam, bam, bam. Bauch ist fest. Kopf zieht nach oben. Bravo. Und wir dann langsam. Wir berühren wieder die Schulter, die nach vorne geht. Yeah. Four. 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 Quick, quick, slow. Oh. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Oh. Quick, quick, slow. Quick, quick. Doppelte Geschwindigkeit. Oh. Nicht verzweifeln, einfach weitermachen und probieren. Ja. Und Schulter. Endung. Und zurück. Und nochmal. Schulter, die von letzter Woche kennen das schon. Und zurück. Zweimal. Hoch. Letzte Mal. Andere Seite. Hoch. Und zurück. Noch zweimal. Letzte Mal. Ja. Und ein bisschen aufschütteln. Okay, wir gehen wieder zur Seite. Achtung. 5, 6, 7. Los geht's. Schatten. Zeit. Oh, vor. Und nochmal. Seite. Und vor. Jawohl. Und wir ziehen. Seite. Seite. Handfläche schauen wieder nach oben. Und wir schauen zur Handfläche. Quick, quick, slow. Und. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Arme in Position. Da. Da. Wir nehmen die Schulter mit. Selbe Schulter, selbes abbiegendes Bein. Schulter kreist nach hinten. Hinten. Auf quick, quick, slow. Und quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Quick, doppelte Geschwindigkeit. Los geht's. Und. Sehr gut. Und Hüfte. Geh ein bisschen ins Knie, das ist wichtig. Andere Seite. Bisschen ins Knie. Darf auch, dass deine Knie nicht nach innen schauen, sondern immer schön leicht nach außen drücken. Also die Kniescheiben sollten schön über den Zehen sein. Genau. Und wir kreisen weiter. Kreisen und kreisen. Okay, jetzt machen wir das noch einmal in die andere Richtung.
wir gehen wieder tief, wir kreisen die Hüfte, kreisen, bam, und heben dabei unser Bein, bam, bam. Dreh mich dafür mal um, also kreisen die Hüfte, bam. Hebst das linke Bein, bam. Und wir drehen uns. Langsam drehen. Ja. Schön im Knie bleiben. Andere Seite. Linke Bein aufstellen, rechte tief gehen. Und tief. Und tief. Doppelt so schnell. Und tief. Langsam. Tief, hoch, tief, hoch. Und die Hüfte kreisen. Und kreisen. Kreisen und schneller. Und pass, 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 pass. Und wir drehen uns. Thank you.
So, wir haben noch ein letztes Musikstück, dann hast du es für heute geschafft. Dann sage ich vielen Dank fürs Mitmachen. Für alle, die Lust auf mehr haben, morgen gibt es dann wieder Zumba Gold. Also da wird es dann ein bisschen musikalischer. Von 10 bis 11 Uhr am Vormittag. Und sonst haben wir am Freitag haben wir eine Zoom-Live-Class, wer da gerne mitmachen möchte. Da ist unser Schwerpunkt auf Body-Movement, speziell für Salsa und leichte Salsa-Shines. Also würde ich mich freuen, dich entweder am Freitag zu sehen, in unserem Zoom-Call oder vielleicht morgen beim Zoom-Call. So, letztes Musikstück für heute. Wir haben vorhin schon ein bisschen über die Adduktoren gesprochen. Fersen jetzt zusammendrücken, drücken und locker lassen. Fersen zusammendrücken.
Klasse ein bisschen anders als die vom letzten Mal. Ich hoffe auch die, die sitzen geblieben sind, haben ein bisschen was mitmachen können und hatten Spaß dabei. Also ich hoffe, dass wir uns entweder morgen sehen in der Zumba-Klasse, da kannst du dich nochmal richtig auspowern für eine halbe Stunde. Oder sonst, genau, heute sehe ich ja auch noch welche. Ich habe ja heute eine Lady Styling Salsa Klasse. Das wird mein erster Zoom, meine erste Zoom-Live-Klasse. Ich bin schon ganz aufgeregt. Also solltest du noch spontan als Lady mitmachen wollen, bitte, bitte, dann hast du jetzt noch eine Stunde Zeit, um dich anzumelden für diesen Zoom-Call. Dann schreib mir einfach ein Mail oder eine private Nachricht auf Facebook. Also für alle, die heute um 7:30 dabei sein möchten. Das geht heute um 7:30 los. Und sonst morgen Zumba um 10 Uhr am Vormittag oder am Freitag gibt es die nächste Live-Zoom-Klasse mit mir Body-Movement. Da werden wir ein bisschen intensiver für die ganzen Salseras und Salseros arbeiten. Ja genau, das ist dann auch am Abend. Alle Infos dazu schicke ich dir. Ich habe jetzt die Termine gar nicht gescheit im Kopf. Aber schön, dass du heute mitgemacht hast. Anke sagt Danke.